Leute, es geht los. Wir sind im Finale angekommen von der Danakil Championship 2023 hier in Düsseldorf. Heute geht's los. Wir sind innen drin und alle Kontrahenten warten schon auf uns. Von daher, wir wollen gar nicht lange warten und gehen direkt rein. Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Gebau und ich bin hier mit dem guten Omar. Und zwar, wir legen heute los. Vielen Dank fürs Einschalten. Heute geht es tatsächlich um den Titel. Wir haben die Danakil Hot Challenge als Finale. Und was kann man gewinnen? Also, wir haben einmal eine Rolex Datejust, Jubileeband, Weißgoldnulette, weiße Ziffernblatt, 41 mm. Boxpapiere? Boxpapiere, Ländercode Deutschland. Nein! Ja! Ländercode LC100, Leute. Und dann haben wir hier. Das ist einfach der Gürtel, ne? Genau. Irgendwer wird. Der muss nächstes Jahr verteidigt werden. Oh! Und dann haben wir noch Marc. Weil wir haben ja die besten und stärksten Schaffesser Deutschlands hier. Wenn gleich gar nichts mehr geht, dann kommt die ins Spiel. Wir legen gleich los. Wir werden erstmal das Teilnehmerfeld vorstellen. Aber bevor wir da loslegen, das hier wird die erste Runde sein. Und wir haben hier ein paar dicke Dinger. Das heißt, wir haben 5 Habaneros in der allerersten Runde. Und dann können wir sagen, dann geht's erst los. Wir haben natürlich einen verschiedenen Schärfegradaufbau. Also wenn ihr euch noch erinnern könnt, damals als Ron mit mir das Ganze gemacht Ron, hat. Ron, altes Haus. Ja, hat er 2 von denen gegessen. Da mussten wir den Krankenwagen rufen. Lass mal gucken jetzt hier. Bird's Eye, Tai Chi, die Rebirth, je nach jeder nennt die anders. Circa 500.000 Scoville, Andy, 450.000. Dann haben wir hier die Eulokia. Das sind die hier in getrockneter Form, kleingerieben, als Pulvertop. Sehr, sehr geil. Und ja, dann kommen die Bad Boys. Das ist eine Zucht, ne? Muss man auch mal erklären. Also hier seht ihr ja schon einen visuellen Unterschied. Woran liegt das? Das heißt, man hat halt Sorten gekreuzt, die relativ stark sind. Und jetzt haben wir hier die Carolina Reaper. Wir haben heute hier einen Finalisten neben uns, den Atlaslöwen, weil ich habe den einen Spitznamen gegeben. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut soweit. Nicht nervös? Angespannt, ja, aber hat vielleicht auch was mit dem Wetter zu tun. Warum wirst du heute gewinnen? Ich sag dir, ich habe den Mut, den Willen, ich glaube an mich. Du willst den Gürtel? Richtig. Viel Erfolg auf jeden Fall. Dankeschön. Wir sehen uns nach dem Wettbewerb. Der nächste Finalist, ich habe ihm den Namen den Stillen gegeben. Wie ihr seht, er ist wie ein Eisberg. Wirst du heute gewinnen? Warum die Rolex? Was würdest du mit der Rolex machen? Erstmal zur Seite legen. Ne? Auf was also Wert steigen lassen erstmal und mal dann gucken. Weiter in der Stille. Danke dir, ich finde dich einfach eiskalt. Ruf den Dicken, ein weiterer Finalist, sogar unser erster Vorrundengewinner. Warum wirst du heute gewinnen? Weil ich Psycho bin. Weil meine Mutter die Uhr gehört. Okay, wir haben auch andere schon vorher gehört, die das behauptet haben. Aber wenn der Körper streikt, dann streikt er. Da kannst du nichts gegen tun. Schauen wir mal, was daraus wird. Viel Glück auf jeden Fall. John Wick, John Wick. Warum willst du heute gewinnen? Wegen der Rolli, ne? Wegen der Rolli. Du sagst direkt straight, und ich will die Rolex, ne? Ja, aber der Gürtel ist auch nice. Ne? Was willst du damit machen? Mal sehen, mal gucken. Weißt du noch nicht? Hast du noch keine Gedanken gemacht? Überhaupt nicht. Gewinnst du das Ding heute? Klar. Aber meinst du, dein Körper macht mit? Ja, hoffen wir, ne? Dann viel Glück, mein Guter. Danke. Hanan Perfumo, das war ja ziemlich ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen in Bonn. Wie geht's dir jetzt mittlerweile gesundheitlich? Super, ich hatte zwar Magenkrämpfe, aber ich hab's durchgestanden. Wie lange? 8 Stunden lang. Warum die Rolex? Also die Rolex würde ich behalten, aber es geht ja. Mir. Ich habe mir den Gürtel schon mal angeguckt. Ich habe in meinem Leben noch nie so einen Preis gewonnen. Das wäre für mich mit 28 jetzt ein Highlight. Guck mal, ob du der Highlander heute hier bist. Leon, Leonidas, das ist dein Name jetzt, den ich dir gegeben habe, weil du so durchgehalten hast mental. Geht's dir um die Rolex? Ich sag mal, ich freue mich schon auf die Rolex, aber mir geht's einfach um den Sieg. Ich will beweisen, dass ich der Beste bin. Weil du machst ja scharf es Content, ne? Dann, du willst ja auch deiner Community und deinem Content auch gerecht werden. Mhm. Ne? Was willst du denn deiner Community nochmal sagen hier vielleicht? Leute, ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ich will einfach nur mein Bestes geben. Ich weiß, hier sind sehr starke Leute dabei, aber wir schauen einfach mal. Auf jeden Fall viel Glück, Leon. Danke dir. Alle sind bereit? Noch mal kurz die Regeln. Ihr seht die 5 Habaneros vor euch. Es werden auch immer weitere Chilis kommen. Es ist so, ihr habt ja schon die Vorrunden gemacht, aber nochmal für die Zuschauer. Jede Chili muss komplett verzehrt werden. Das heißt, beim Los nur der Stiel darf übrig bleiben. Disqualifiziert ist jeder, der sich nicht an die Regeln hält. Das heißt, wer vorher schluckt, bevor er kaut. Jemand, der eine Habanero oder irgendeine andere Chili ausspuckt oder sich übergibt. Derjenige, der etwas zu sich nimmt, ob er trinkt oder was isst. Und wenn wir merken, dass jemand, und das ist in unserem Ermessen,
nicht mehr weitermachen kann, nicht mehr aufnahmefähig ist, wenn nicht mehr mit uns sprechen kann und so weiter, brechen wir ab. Eure Gesundheit ist uns wichtiger als alles andere. Ja? Bitte Chilis hoch. 2, 1, los! Und da geht's jetzt los in die erste Runde. Wir sehen, hier werden die ersten. Und so unser guter Zack Noor macht die Überprüfung. Richtig. Alles geeicht hier natürlich. So, bis jetzt alle. Souverän. Ich die letzte? Ja. Keiner hat Schweißperlen bis jetzt. 1, runter damit! Wir haben die ersten 5 vernichtet. Ich sage immer wir, das mache ich auch übrigens, wenn wir bei der Arbeit sind, bei mir, dann sage ich auch mal, wir erledigen das, aber eigentlich mache ich ja gar nichts. Die nächste Chili hochhalten, bitte. 3, 2, 1, fort! Und weiter geht's in die nächste Runde. Wir sind jetzt in Runde Nummer 2, noch einmal 5 Habaneros. 2, 1, los! Weiter geht's. Die Jungs. Ich meine, die haben ja alle eine Vorrunde gewonnen, ne? Die vertragen schon was, ne? Alle stabil, ja. Die nächste Chili hoch! Los! Die ersten Nasen und Augen laufen. Oh, Leonidas, wie sieht's bei dir aus? Alles gut. Es ist dein Trick, ne? Du lässt einfach alles. Du bist eins mit deinem Körper, ne? Freudentrainer. Du lässt alles rauslaufen. Genau. Hoffentlich nur oben, ne? Eins, los! Wir haben die erste Runde vorbei. Wer würde gerne aussteigen? Okay, 200 Euro Essensgutschein. 200 Euro Essensgutschein und 270 Euro Parfum. Ja. Gibt es hier jemanden, der annehmen möchte? 3, 2, 1, okay, next round. Weiter geht's mit den Bird's Eye Chilis. Sehr, sehr lecker. Diesmal haben wir 10 Stück. Genau. 10 Stück. Ich liebe scharf essen, aber die Grenze schon doppelt und dreifach überschritten, schreibt jemand. Das ist Fakt. 3, 2, 1, essen. Fakt. Bitte chirurgische Präzision ist gefragt. Und dann kauen, bis ich sage schlucken. Jetzt haben wir 10 Birdside Chilis so, damit vor wir uns. Nicht viel Zeit verdienen, nehmen wir bitte direkt die zweite in die Hand. 3, 2, 1, essen. 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 Direkt die nächste in die Hand. 3, 2, 1, essen. Danke. Essen. Fetch machen. 3, 2, 1, essen. Als nächste Runde haben wir Cracker mit der Erdbeer-Soße, die ihr natürlich auch erwerben könnt auf markgeber.com oder auf 3Hs auf der Webseite. Und jeder, der sie kennt, weiß, dass sie wirklich nach 3 Minuten ordentlich zündet. Die hat bis zu 2 Minuten Scoville. Das müssen wir jetzt essen. Auf einem Cracker. Tschüss, das ist ja geistkrank. 1, essen. Komm, ein ganzer damit. Cracker. Das ist absolut, absolut geisteskrank, was wir hier sehen. Also Leute, wir machen jetzt weiter mit 10 von diesen Bulutjokia. Wer von euch denkt, dass er das Ding heute nicht gewinnen kann, der sollte vielleicht jetzt die Handbremse ziehen. Erste ready, los! Fight! Und hier, meine Lieben, das ist auf jeden Fall jetzt schon eine krasse Nummer. Runter damit! Nächste bitte! Wie sieht's aus hier? Ist zäh? Wir müssen einmal was zu trinken holen. Ein Applaus. Ein Applaus. Und? Ist auch raus. Parfumo ist raus. Parfumo ist raus. Nein. Bei dem ist vorbei. Vorbei. Bei dem ist vorbei. Okay. Ein Applaus. Gut gemacht. 1, los. 2, 1 und los! Da ist jemand raus, ja, und das verstehen wir. Ein Applaus! Johnny, mein Lieber, du bist im Finale, was sagst du? In der nächsten Runde gibt es die gute 9 Millionen Mad Dog. Und bis jetzt haben wir schon über 40 Chilis verdrückt. Die nächste Carolina Reaper hoch. Und 3, 2, 1 und los. Das ist gefährlich. Also mir tut das schon weh. Nur vom Zuschauen.
6, 5, 4, 3. Are you ready? Seid ihr noch da? Ja? 3, 2, 1. Los, runter damit. Here we go. 10, 9, 8, 7, 6. Was ist jetzt mit Cheese Mettock? 5. Alle wollen die Mettock sehen, ich auch. 4. Darum bin ich hingekommen. 3. Weg. Nein. 2. Erst weißt du, Mettock, ich komme. 1. Bist du sehen? Dann haben wir für nächstes Jahr noch was. Wow. 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 Maschinen. Der Magen macht das nicht mit. Ja, das ist, guck mal, der Magen ist eine Sache, aber die Psyche ist die andere Sache. Man muss quasi abschalten, man muss die Reise im Moment leben, ja, und nicht in der Zukunft. Richtig. Ja, sei, ja, du musst im Moment bleiben. Bleib im Moment. Philosoph. Eins. Und. Aber du weißt, ne? Los! Das. Okay, jetzt hauen wir das Angebot raus. Leute, jetzt haltet also, euch wenn fest. Wenn ihr beide aussteigt, beide. Wenn ihr beide sagt... Jeder 2.000 Euro in Cash. Cash. Wenn ihr beide aussteigt, 2.000 Euro Cash. Ihr müsst zusammen einschlagen und sagen, gut ist, wir gehen raus. Und nächstes Jahr, beide sind nächstes Jahr automatisch fürs Finale qualifiziert. Was? Jetzt. Ja? Oder auch. Ah! Leute, herzlichen Glückwunsch. Also man muss sagen, die Rolex ist zwar weggeblieben, aber ihr beide seid nächstes Jahr in der Titelverteidigung mit dabei. An dieser Stelle. Ja. Oh, wie schnell ging das denn? Wie schnell ging das denn? Was die Zuschauer nicht wissen ist, auch wenn jetzt deiner ausgestiegen wäre, hätte der letzte, also die Runde und noch eine Runde, ne? Also die Finalrunde noch essen müssen, also die Mad Dog. Ja. Und dann nochmal 5 Minuten sitzen bleiben. Das heißt, hätte sein, dass beide kein nichts bekommen hätten. Die Uhr bleibt bei uns, aber dafür beide bekommen 2000 Euro ja. Und dürfen nächstes Jahr im Finale nochmal antreten. Direktfinale, genau. Was für ein Finale. Wir haben das Finale hinter uns und es gibt leider keinen Sieger. Aber beide haben taktisch klug gehandelt und ich muss sagen, das, was wir heute an Performance gesehen haben, war, glaube ich, das Stärkste, was Deutschland jemals vor die Kamera bekommen hat. Ich würde sogar sagen international. Ja, was also die Jungs abgeliefert haben, international. Das sind unsere zwei Sieger. Der Bruder. Beide Sieger. Die werden nächstes Jahr automatisch im Finale qualifiziert sein. Herzlichen Glückwunsch. Wir freuen uns drauf, wenn wir euch nächstes Jahr wieder begrüßen dürfen. Vielen Dank. Ja, lasst gerne ein Abo und ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal und auf Wiedersehen.